Zahnweh, 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 in your head. Weiß gar nicht, welche ich filme, ne? Hallo, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren neuen Vlog. Ich mache das wie die anderen Leute, die momentan vloggen. Und zwar mit so einem Intro-Lied, was wir jetzt hier einfügen. Das heißt, Gauscher Weichzeichner schreibt Vlog 1 und dann machen eine catchy Musik darunter, die möglichst scheiße ist. Oder auch nicht. Passt schon. Herzlich willkommen zu diesem komischen Vlog-Ding. Dieses Musik-Ding machen alle Leute. Und ich habe heute was für euch vorbereitet. Es geht viel ums Labern. Deswegen wird der Vlog spannend. Hast du gerade toll gesagt? Passiv-aggressiv? Um meinen Vlog niederzumachen? Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Ich war nämlich gestern unterwegs und da ging es mir wirklich semi-gut. Deswegen habe ich vor Ort nicht gefilmt. Das war nämlich eigentlich geplant. Ihr solltet nämlich mitkommen, denn ich hatte eine X-Raid-Anladung. Und zwar in Pokémon Go. Siehe Mewtwo fangen. Und deswegen bin ich hier in einen lokalen Park gegangen. Das war, als wir diese Zapdos-Raids gemacht haben im Stadtgarten, Stadtpark, I don't know. Direkt am Start waren wir da und da war auch nochmal die Sarah von den Apecrime-Jungs. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus, Sarah. War cool, dass du da warst. Hm. Toni ist nicht gekommen, weil Toni wieder unterwegs war, irgendwie bei Dagibis Hochzeit oder so. Und das war eine schlimme Geschichte. Von daher geht mal auf Tonis Kanal und schreibt nichts in die Kommentare. Thanks, gut. Ich habe euch aber natürlich was dazu aufgenommen und das war ein schlimmes Erlebnis für mich, denn nicht nur die Temperaturen, sondern auch alles andere da hat mir was Schlimmes beschert. Von daher gucken wir einfach mal rein in das Footage und dann kommentiere ich das dazu. So macht man das, glaube ich, auf YouTube. Wir sind jetzt hier ins Game reingestartet. Ich habe mich schon an der Location befunden. Man sieht es hier oben bei der aufgenommenen Zeit. Es ist 11.26 Uhr. Da waren noch 3 Minütchen Zeit. Ich habe noch einen Spoink gefangen. Und dieses Spoink wollte ich natürlich noch weiterentwickeln, damit ich da auch mal weiter bin. Denn ein Spoink sieht zwar schön aus, braucht aber keiner. Also bei solchen Sachen muss ich auch ganz ehrlich sagen, achte ich null auf irgendwelche IV-Werte oder so. Also wie gut das Pokémon maximal werden kann. Ist es ein 100%iges oder drunter? Da habe ich es jetzt einfach weiterentwickelt für den Pokédex, weil ich will es nicht mit Spoink oder mit dem Ding hier weiterkämpfen. Das übrigens fast so heißt wie Gronkh. Das heißt nämlich, ich muss selber nochmal nachgucken, ich weiß es nämlich nicht. Das heißt nämlich Gronkh. Von daher Grüße, Erik. Also, 2 Minütchen vorher habe ich mich dann schon an der Location eingefunden. Man sieht hier, ist noch der Park drumherum. Man muss sich das richtig krass vorstellen. Also für Leute, die das noch nicht gemacht haben. Es war echt heftig. Da waren 50 Leute vor Ort. Im Nachhinein bin ich natürlich auch ultra traurig, dass ich das jetzt nicht mit der Kamera eingefangen habe. Aber ich war wirklich so gerädert an dem Tag, als das passiert ist. Ich glaube, es war jetzt vorgestern, wenn das Video hier kommt. I don't know, wann das Video kommt. Auf jeden Fall bin ich gerade von Berlin zurückgekommen und war 5 Tage lang nur unterwegs bei 40 Grad und einem Image, wo man eine Mütze trägt dauerhaft, ist halt... Also, ich sag mal so, es war Horror. Also mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Deswegen bin ich da einfach nur so hin. Ich dachte auch nicht, dass da so viel los ist. Also da war auch ein sehr netter Zuschauer. Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen. Ich bin so schlecht mit Namen. Es tut mir leid. Der war auf jeden Fall auch mit dabei. War auch Team Blau. Und davor wurde dann sortiert von den Leuten nach Teams. Denn wenn man in Pokémon Go ein Raid macht bei einer Arena, also ein stärkeres Pokémon zusammen angreift, attackiert und so, dann kriegt immer die Fraktion, also Team Blau, Rot oder Gelb, die den meisten Schaden gemacht hat, 2, meine ich, Extrabälle, wenn sie den stärksten Schaden hat. Und dadurch, dass wir so viele Leute waren, also da waren wirklich 40 bis 50 Leute da, wurde nach Teams sortiert und dann haben halt nur Team Rot, Team Blau und Team Gelb einzelne Raids gemacht, weil das können ja mehrere gleichzeitig machen, können ja auch viele Gruppen sein, damit halt jeder in den Teams, mit denen er raiden konnte, den Bonus eben kriegt von diesen Bällen, dann mit, damit man nochmal Chancen hat. Mewtwo, muss man dazu sagen, hat, glaube ich, eine 6-fach so hohe Chance, gefangen zu werden. Ich muss ehrlich sagen, in meiner ganzen Pokémon Go-Karriere, die 1,5 Jahre Pause hatte und jetzt wieder auffrischt, ist das, glaube ich, wirklich das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ich habe schon an dem Punkt gemerkt, hey, irgendwie, meine Batterie hat sich runtergebrannt, bis auf irgendwie das letzte Quäntchen, was da am Start war, sieht man schon. Also ich war, als ich aus dem Haus bin, wirklich
fast bei 90% und das Handy war glühend heiß zu dem Punkt schon und ihr seht gleich auch, was passieren wird, denn weil ich wäre an einem Vorort fast ausgerastet, weil irgendwie haben sich meine Gefühle um Pokémon Go so gekoppelt, dass wenn was Schlechtes ist in Pokémon Go, ich auch wirklich aggro werde, haben auch schon ein paar Leute live miterlebt, sodass ich manchmal auch einfach mich per Du weiger, irgendwas zu machen. So, hier bin ich jetzt schon die ganze Zeit rumgewuselt, ihr seht es schon, um mich in diese Gruppen einzusortieren, aber da geht der Raid jetzt gleich auch los und dann sehen wir das erste Mal ein Mewtwo, schön auf dieser Arena stehen, 45 Minuten Zeit hat man natürlich, aber immer ein bisschen vor der Zeit da sein. Auf der Einladung, die man kriegt, steht auch genau die Uhrzeit drauf, also 20 Minuten einfach vorher da sein, passt schon. Und hier an dem Punkt habe ich nochmal gemerkt, hey, was ist los? Und dadurch, dass so viele Leute so ganz verkrampft am Eingang standen, man sieht es hier 49.000 CP, ist auf jeden Fall heftig nice. Aber jetzt hier drunter, ihr seht gerade drei Kämpfe normal, da habe ich nicht drauf geklickt. Da musste ich selber auch nochmal fragen, yo, wie geht denn das genau? Und habe mir das dann entspannt erklären lassen. Hier oben sieht man auch Red House at the Church. Das war da, wo der X-Ray Raid stattgefunden hat. Und jetzt gucken wir mal, hier dann Raid Pass verwenden. Dann kann ich hier den Code eingeben. Und das war, wie gesagt, ich meine Shiggy Smetbo Shiggy. Das hat auch noch der Kollege eingegeben. Genau, let's go. Da sind so gute Spieler dabei, Leute. Selbst wenn ihr jetzt nicht gut im Pokémon Go seid. Ich hatte auch noch ein, zwei Freunde dabei, die noch mitgeholfen haben. Deswegen alles sehr, sehr nice. So, hier sieht man die ganzen Leute, die dabei sind. Dann habe ich hier noch so einen roten gefunden, der einfach jetzt mal sich mit eingeordnet hatte, weil er unbedingt mit einem Kollegen raiden wollte. Gibt ja dann auch noch so Freundschaftsränge und so. Da waren auch noch ein paar Freunde von mir mit dabei, wo ich dann noch mal ein paar Extrabälle bekommen habe. Weil Freundschaftsrang sehr wichtig, habe ich mir sagen lassen. Die Denise Kobold auf jeden Fall. Einfach als einzige von Team Rot am Start. Und jetzt geht's hier fleißig los, direkt in die Arena. Inzwischen mein Handy am Glühen. Ich denke mir, shit, ich habe mich jetzt in so ein Dings reingesetzt. Bin natürlich super nervös. Dadurch, dass es halt so voll war in so einem Eingangsbereich von so einem Parkeingang, stand ich halt in der Sonne. Und das ist natürlich super unpraktisch, wenn das Handy sowieso schon kurz vorm Sterben ist. Und es wird immer mehr so, und ihr werdet es gleich sehen, weil ich habe schon mal in die Aufnahme reingepiekt danach. Also, es war unmöglich für mich dann fast dieses Mewtwo zu fangen. Es ist wirklich krass, was gleich abgeht. Also ich weiß nicht, was das war. Ihr seht, die Level 40er, die dabei sind, die knallen das hier einfach runter, das Ding. Die knallen das einfach komplett weg. Super entspannt hier. Die hauen das komplette Teil einfach runter. Mein zweites Zapdos musste jetzt hier schon dran glauben, aber ihr seht's, da haben auch voll viele geschrien, ah, knappes Ding, wo wir einfach noch 230 Sekunden Zeit gehabt hätten. Genau, goldene Himbeere, das hier ist dabei, Sonderbonbons sind dabei und ich habe natürlich vergessen, ein Glücksei anzumachen. Und jetzt kommt es nämlich, Boss besiegt 6 Stück, Schaden das hier und dann nochmal ein Hyperfreund mit dabei gehabt, nochmal 2 Bälle extra und ihr seht es jetzt. Das ist der Moment gewesen, auf den ich mich so gefreut habe. 14 Bälle habe ich und jetzt fängt es komplett an zu eskalieren. Mein Handy ist so heiß, dass ich wirklich nicht mal mehr den Screen berühren kann. Und jetzt guckt euch bitte diese Würfe an. Das ist der Hammer. Ich habe wirklich richtig Panik bekommen. Habe nochmal probiert, meinen Akku anzuschließen. Bin ich schnell rangekommen, habe direkt panisch, weil ich das hier gesehen habe. Seht ihr das? Das ist kompletter Wahnsinn einfach nur gewesen, weil hier nichts mehr funktioniert. Guckt euch das mal bitte an. Ich dachte mir nur so, okay, shit, ich habe ihm nicht mal irgendwie diese Beere geben können und musste einfach, und ich dachte mir, shit, ich habe jetzt noch 13 Bälle, ich habe einen einfach komplett verworfen. Das war nicht mal eine Chance, dass ich das kriegen würde, aber alle meinten so, yo, chill, 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 die Chance und so ist halt viel, viel höher und ich dachte mir so, ja, schön, dass die höher ist, aber ich habe jetzt schon den zweiten Ball verworfen, guckt mal, wie lange das lädt, ich habe LTE, ich habe das Volumen nochmal direkt davor gekauft, ich habe keine Ahnung, was los war mit diesem Handy, ich habe noch nie Probleme gehabt mit dem Handy auch unter anderem und jetzt hier habe ich die Aufnahme abgebrochen, auch nicht bewusst, aber es ging einfach nicht und so ging das jetzt noch ein, zwei Bälle weiter, bis dann, und ich muss es sagen, Leute, bis ich es dann, und ich blende es euch hier jetzt nicht ein, sondern ich habe es natürlich dann gepackt noch, kurz danach. Ich hoffe, ihr seht es hier. Ich gucke mal kurz selber, ob man es einigermaßen erkennen kann. Ich habe hier dann noch ein Video gemacht. Ihr seht aber, wie das Zeug leckt. Das ist unfassbar. Ich wollte nicht mal mehr das Sichlor, was da unten dann noch in der Ecke war, fangen, weil es hat einfach geruckelt und geladen. Und die Hälfte von euch sagt jetzt höchstwahrscheinlich, ja, doofes iPhone. Was für ein Rotz. Bist du selber schuld und so. Das Ding war komplett durchgebrannt. So, wo wir jetzt schon dabei sind, für die Leute, die sich fragen, welche IV das hat, das Mewtwo hat eine 86er IV. Mewtwo 86er IV,
Ist okay, Fokusstoß am Start, Konfusion als andere Attacke, kann man mit klarkommen. 580 Sternenstaub, ich bin auch auf einem guten Weg dahin, ich habe immer noch sehr viel. Was ist mit dem? Ich hoffe, ich kriege nochmal eine Einladung, wenn nochmal ein Raid ist in Köln oder nicht. Ich weiß, das hat jetzt nicht immer so die größten Zuschauerschwelle, sage ich mal, meine Pokémon Go Videos, aber mir macht es einfach selber wieder Spaß und immer mal wieder so zwischendurch ein Pokémon Video zu bringen, ist ganz nice. Ansonsten für Daily Sachen bin ich sowieso nicht so drin. Gaming momentan auch wieder dadurch, dass ich jetzt in Berlin war, schon wieder eine Woche lang kein Fortnite und nix. Das ist doof, aber naja, hier bricht anscheinend alles zusammen jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es war eher so ein Erzählding. Sorry, dass ich vor Ort nichts aufgenommen habe. Es wäre natürlich nochmal viel geiler gewesen, aber ich wäre höchstwahrscheinlich auch mega aggro geworden. Dadurch, weil mein Handy so geschmolzen ist. Das ist jetzt auf jeden Fall die Story hierzu, wie ich fast Mewtwo nicht gefangen hätte. Was mich mega aufgeregt hätte, muss ich sagen, weil solche Einladungen können echt rar werden. Ansonsten möchte ich nochmal auf jeden Fall einen Tag machen, wo ich mich mit 5 Leuten zusammen in eine Karre setze. Und dann einmal komplett durch Köln fahre und mir dann immer Raids mit denen raussuche und dann schön fett raiden gehe, einen kompletten Tag lang. Könnte, glaube ich, auch ein lustiges Video werden und ist halt richtig intensiv. Naja, schauen wir auf jeden Fall mal. Wir sehen uns. Beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ich sag tschüss, tschüss und haut rein. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!